Argument, das wir sehr oft hören, eine Kritik, die wir sehr oft hören, sagen, naja, eigentlich ist es ja eine gute Idee. Eigentlich wären wir eh dafür, aber hallo, das ist ja so dilettantisch vorbereitet. Hätte man das nicht besser vorbereiten können? Und es kommt auch der Leidenschaft eines, der da sehr involviert waren, etwas, was gar nichts Spezielles mit der Marilferstraße zu tun hat, sondern mit Politik heute generell. Ein bisschen wie beim Fußball. Jeden, den du fragst, hat eine genaue Vorstellung, wie er, wie sie das gemacht hätte. Nur diese Vorstellungen unterscheiden sich. Der eine macht der Fußgänger so überall. Der andere sagt, ja, aber die Zufahrten müssen sein. Und was heute hier präsentiert wird und was sozusagen als erste Schritte in der Marilferstraße spürbar sind, ist ein Kompromiss. Eben zwischen verschiedenen Ideen. Die Taxler haben mitgeredet, weil sie wichtig sind für den Verkehr. Die Geschäftsleute, jene, die Garagen haben. Wie alle mitbekommen haben, die Busfahrer des 13a, oft auch zu unserem Schmerz, haben sie mitgeredet, weil der Bus eben woanders fährt. Ganz viele haben mitgeredet und herauskommt ein Kompromiss. Das ist das Wesen der Demokratie. Also es wird nicht abgestimmt über die Idee, die jeder Einzelne hat, die aus seiner subjektiven Sicht die ideale ist, sondern ein Kompromiss. Und zweitens, zu glauben, als Politik, man zieht sich mit ein paar Wissenschaftlern in einen Kammerl zurück und brütet dort 2 Jahre aus und dann setzt man einen Schritt und setzt die Marilferstraße um und alle schreien Bravo, ist eine Illusion. Jedes Unternehmen macht das. Es bringt ein Produkt auf den Markt, schaut sich an, wie die Reaktionen sind, testet dieses Produkt, verändert es je nachdem, wie die Leute reagieren und passt es schrittweise an. Auch das ist hier passiert. Wir haben einen ersten Schritt gesetzt, gemerkt, dass es einfach nicht vorhersehbar ist, wie hunderttausende Menschen reagieren und Schritt für Schritt auf Kritik reagiert, Anpassungen vorgenommen und das nicht prognostizierbare Verhalten von Menschen versucht umzusetzen. Es gab sehr viel Kritik, es war vieles nicht vorhersehbar, aber jetzt glauben wir, mit diesem konkreten Vorschlag einen guten Vorschlag gemacht zu haben, das dann so aussieht. 2 Fragen sind offen. Offen ist die Frage, sollen Radfahrer fahren? Und offen ist die Frage, sollen weitere Querungen gemacht werden? Das werden jetzt die Bewohner des 6. und 7. Bezirks beantworten. Aber dann ist die Sache entschieden, dann ist die Sache klar. Und drum gilt es jetzt zu klären, soll es so aussehen wie auf diesem Bild hinter mir oder sollen wieder 2-spurig die Autos durchstauen? Ich bemühe mich, wir bemühen uns, Sie zu überzeugen, dass Sie mit Ja stimmen, damit dieser neue Weg der Verkehrsberuhigung auf der Marilferstraße im 6. und im 7. Bezirk Platz greift.